Mit Neuzugängen wie Süle, Schlotterbeck und vor allem Stürmer Sebastian Haller wollten die Dortmunder nicht nur Jagd auf die Bayern machen, nein, sie wollten sich auch die Meisterschale wiederholen. Doch dann die Schocknachricht, Haller fällt für unbestimmte Zeit aus aufgrund eines Hodentumors. Was bedeutet das jetzt für den BVB? Und auch bei den Bayern blieb das Verletzungspech nicht aus. Leon Goretzka fällt aufgrund seiner Knie-OP ebenfalls mehrere Wochen aus. Ihr seht schon, da ist noch einiges zu tun, sowohl bei den Bayern als auch bei den Dortmundern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Transfermarkt-Show mit mir, Madeleine. Heute unter dem Motto, die noch offenen Baustellen rund um den Titelkampf der Bundesliga. Es war wohl die Schocknachricht diese Woche. Haller fällt erstmal für unbestimmte Zeit aus. Und das, obwohl er erst diesen Sommer für viel Geld kam und, so war zumindest der Plan, die Lücke von Haaland füllen sollte. Was nun? Mit Adeyemi, Malen und Moukoko haben die Dortmunder zwar drei Stürmer im Kader, aber keiner der drei ist so ein Spielertyp wie Haller. Und wie groß die Not wirklich ist, zeigt sich darin, dass U23-Spieler Bradley Fink Haaland gerade im Trainingslager ersetzt. Will der BVB diese Lücke also wirklich intern füllen? Oder begeben Sie sich nochmal auf die Suche nach einem neuen Stürmer? Laut Sky wurde Ihnen einer zumindest schon angeboten, und zwar Luis Suárez. Der ist momentan vereinslos, sprich ablösefrei zu haben. Und das ist nach den vielen Transfers sehr wichtig für den BVB. Die Schwarz-Gelben scheinen von dieser Idee zumindest nicht ganz abgeneigt zu sein. Es heißt, man habe sich mit dem Namen beschäftigt. Der 35-Jährige spielte die beiden vergangenen Saisons bei Atletico Madrid und konnte auch da an das hohe Leistungsniveau der Mannschaft anknüpfen. Und sowohl in Madrid als auch in Barcelona gelangen ihm in 258 Ligaspielen 176 Tore. Doch ob Suárez wirklich zu den Dortmundern passt und bereit ist, Gehalt einzusparen, um dann wieder Platz zu machen für Haller, ist natürlich die andere Frage. Aber der BVB hat noch mehr namhafte Optionen, die sich vorstellen könnten, für die Schwarz-Gelben aufzulaufen. Laut Transfermarkt werden hier vor allem Namen wie Sascha Kalajdzic oder Roberto Firmino vom FC Liverpool genannt. Die alle eben genannten Spieler sind aber nicht ablösefrei zu haben. Und wir kennen alle das Spiel, wenn man nicht ablösefreie Spieler verpflichten möchte, muss erstmal Geld in die Kasse gespült werden. Ganz oben auf der Liste beim BVB stehen da Manuel Akanji und Nico Schulz. Aber beim BVB soll es auch Hoffnung geben, dass weitere Untersuchungen bei Haller Entwarnung geben und er schneller als gedacht wieder auf dem Platz stehen kann. So, wir schauen vom BVB zum FC Bayern, denn auch die müssen auf eine wichtige Personalie verzichten. Leon Goretzka fällt nach seiner Knie-OP 6 bis 8 Wochen aus. Die nächste Baustelle, um die sich die Bayern also kümmern müssen. Die naheliegendste Option wäre eigentlich Neuzugang Ryan Gravenberch. Er könnte die Position von Goretzka perfekt einnehmen. Doch die Wunschoption der Bayern soll angeblich eine andere sein, und zwar Konrad Leimer von RB Leipzig. Laut Sky stehen beide Clubs im Austausch, und während der FC Bayern mit Leimer bereits eine Einigung erzielt hat, steht die mit RB aber noch aus. Gerüchten zufolge wollen die Sachsen 30 Millionen Euro für Leimer, den Bayern hingegen schwebt da eher eine Summe von 20 Millionen vor. Doch mit Blick auf den Ausfall von Goretzka und die Tatsache, dass Nagelsmann ihn unbedingt in seinem Team haben möchte, kann man sich gut vorstellen, dass beide Parteien sich in der Mitte treffen. Und neben dem Zentrum hat der Rekordmeister eigentlich auch noch Bedarf in der Offensive. Ja, Bayern hat gerade erst Sadio Mané geholt, aber Nagelsmann hat diese Woche selbst in einem Interview gesagt, sollten wir einen guten Neuner finden, wäre es natürlich super, einen zu haben. Klingt für mich also erstmal nicht nach einem klaren Nein, aber wer kommt denn da überhaupt in Frage? Timo Werner liebäugelt ja schon etwas länger mit einem Abgang vom FC Chelsea, und am Sonntag nach dem Freundschaftsspiel gegen Club America sagte er, dass er überall glücklich sein könnte. Eventuell auch in München. Werner schließt also einen Abschied aus London nicht aus. Aber wie die Bayern zu dem ganzen Thema stehen, ist noch unklar. Derzeit fanden noch keine Gespräche statt. Konkreter wird es da schon eher mit Joao Felix. Laut Sport1-Informationen haben die Bayern sogar Kontakt zu Atletico Madrid aufgenommen. Aber der Verein machte schnell klar, der Portugiese ist nicht zu verkaufen. Ein mögliches Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro hätte Atletico Madrid nicht zum Umdenken bewegt. Und selbst Benjamin Pavard wurde als Tauschobjekt angeboten, allerdings erfolglos.
Felix ist zwar ein interessanter Spieler, hängt seinen Erwartungen bei Atletico aber deutlich hinterher. In 109 Spielen erzielte er lediglich 28 Tore. Wer da schon eher zu den Ideen der Bayern-Bosse passt, ist Mathis Tell. Der 17-Jährige soll unbedingt von Startrennen zum FC Bayern gelotst werden. Das letzte Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro wurde allerdings abgelehnt. Mit Tell und seiner Familie hat sich der FC Bayern zwar schon geeinigt, noch hapert es aber an der Ablöse. Daher wollen die Bayern ihr Angebot noch etwas nachbessern. Und sollte der Transfer wirklich klappen, ist aber auch klar, dass Tell mit seinen jungen Jahren kein sofortiger Levi-Ersatz sein wird, sondern eher eine Investition in die Zukunft. Es kann aber auch gut sein, dass die Bayern niemanden als klassischen Levi-Nachfolger holen. Und das hat nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch taktische. Während mit Lewandowski das Spiel mehr oder weniger auf ihn zugeschnitten war, hätte Nagelsmann jetzt die Möglichkeit, in der Offensive etwas flexibler zu spielen. Mit Mané, Coman, Sané, Gnabry und Müller sind die Bayern also eigentlich schon perfekt besetzt, auch ohne Lewandowski. Und Tell könnte mit Jamal Musiala die Offensive noch verstärken. Wir schauen also nach Zentrum und Sturm auf die letzte Baustelle der Bayern, und zwar die Abwehr. Nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt scheint irgendwie Überschuss an Spielern zu sein. Und er soll nicht nur die Lücke von Süle füllen, nein, er soll auch neuer Abwehrchef werden. Sprich, er ist mit Hernandez eigentlich gesetzt. Nach Sport1-Informationen sollen also noch 2 Innenverteidiger gehen, nicht nur um ein bisschen Platz zu schaffen, sondern auch um Geld reinzubringen. Ein heißer Kandidat hierfür, Benjamin Pavard. Die Bayern sollen ihn sogar schon bei mehreren Clubs angeboten haben, allerdings bisher ohne Erfolg. Wechselgedanken haben auch die Youngsters Chris Richards und Tanguy Nianzou. Richards soll sogar bereits in London sein, um den Medizincheck bei Crystal Palace zu absolvieren. Die Münchner erhalten eine fixe Summe von 12 Millionen, die erfolgsabhängig auch auf 20 Millionen Euro steigen kann. Bei Nianzou hingegen ist noch keine Tendenz in sich. Er fühlt sich zwar in der Mannschaft von Julian Nagelsmann wohl, will aber nach 2 erfolglosen Jahren ohne Spielpraxis sich weiterentwickeln. Wie ihr seht, ist also sowohl bei den Bayern als auch bei den Dortmundern noch einiges zu tun. Und ich bin gespannt, wie die Verantwortlichen ihre Baustellen angehen werden, bevor es dann in den Meisterschaftskampf geht. Wer ist denn eurer Meinung nach Favorit auf die Schale? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Tipps. Bis dahin, schönes Wochenende.